Wow, hier sind wir live. New World Preview Test Build. Vertraulich, aber es gibt keine NDA. Im Frühling nächsten Jahres soll New World erscheinen. Ich habe vorherige Tests auch schon gespielt und es hatte mich überrascht. Es hat mir Spaß gemacht, es hat gezogen. Und zum Leidwesen der Hardcore-PvP-Spieler geht es jetzt doch immer mehr Richtung PvE. PvP ist vorhanden, aber eben optional. Grund aber für mich zu sagen, okay, ich kaufe mir New World, habe ich gemacht. Und alle Vorbesteller und alle Alpha-Tester, die können jetzt schon in die Preview rein. Wenn ihr noch keine Mail erhalten habt, checkt nochmal euren Spam-Ordner oder kontaktiert den Support. Und ich hoffe, dass ihr dann einen Key erhaltet, um auch noch die Preview zocken zu können. Die Alpha-Tester können einfach die Preview installieren, falls sie die installiert haben, weil ihr sie in der Regel noch in der Bibliothek drin habt. Genau, und No Pain zockt New World, Mido zockt New World und deswegen gehe ich auch zu denen mit auf den Server auf Curse, Brackwater, Brackwasser übersetzt auf gut Deutsch. Und die erste Dreiviertelstunde, Stunde machen wir aber gemütliches Solo-Blümchenpflückertum. Und zocken uns jetzt einfach wieder so ein bisschen ins Spiel und machen erstmal schön gemütlich und danach joinen wir dann zusammen, vielleicht sogar dann im Voice-Chat, wenn da Spaß daran ist und machen das Ganze. So, was haben wir hier? Cluster Warning. Accept? Ja, ich akzeptiere mal diese Cluster Warning. Und bin mal gespannt, was ich jetzt getan habe seit dem letzten Test und bin aber guter Dinge. Also war das erste Mal seit langem, dass mir auch das Sammeln und das Craften Spaß gemacht hat. Und ich bin auch froh, dass die Survival-Elemente nicht so heftig sind, wie man das von Survival-Games an sich kennt. Weil dann wäre ich auch schon längst draußen aus dem Spiel. Ne? Das ist nicht so mein Ding. Oh ja, ich hoffe, euch geht's gut. Was haben wir heute für einen Werktag? Dienstag. Ich bin noch ein bisschen hiebelig, weil ich gerade erst vor einer Viertelstunde nach Hause gekommen bin. Und das ist dann immer ein bisschen schräg, direkt gleich routinemäßig alles aufbauen, ganzes Setup und loslegen und starten. Daher muss ich erstmal etwas runterkommen. Wann hast du Urlaub? No Pain? Nach der Baustelle, Freitag oder Montag. Okay. Wie lange dann? Ich sehe mich immer an den Graf von Saint-Germain mit der Maske. Ja, 2 Wochen ist schon mal solide. Kann man gut zocken. Screenshot. Ah, scheiße, da kommt dann diese Überspringen-Geschichte. Das wäre ein wunderschönes Thumbnail. This madness must be stopped. The Joker. Die Atmosphäre hat mir auch schon in der Alpha gefallen. Jetzt ist ja NDA-Time rum. Auch wenn ich jetzt über die Alpha auch nicht mal groß quatschen brauche. Im Detail tue ich das auch nicht. Aber auch eine Alpha hat das eigentlich schon recht interessante Atmosphäre gehabt. So, ich haue erstmal zufällig durch. Wichtig auch, das Ganze wird gewiped. Wenn es dann eben in den Release geht, im voraussichtlich Frühling nächsten Jahres. Von daher werde ich da jetzt auch nicht allzu viel Herzblut in die Charaktererstellung stecken. Wobei schon ein bisschen was machen, damit man sieht, was ist denn überhaupt möglich. Ich nehme jetzt nur mal jetzt eine Ausgangsbasis. Das ist geil, ihr seht, das hat gleich Frisur wie ich. So, jetzt checken wir mal die Frisuren kurz durch. Da machen wir mal einen kleinen Ausflug, einmal für diejenigen, die dann auch das vielleicht im Nachgang dann auf YouTube sehen. Ist ja auch immer interessant zu sehen, ne? Durch die ganzen NDAs war das bisher nicht möglich, das zu zeigen.
diverse ausgewählte Spielemagazine und Konsorten haben da schon natürlich ein bisschen was zeigen dürfen, aber das dann jetzt halt schon in dieser Version dann nochmal zu sehen, ist glaube ich nochmal was anderes. Was halt auch schön ist, auch hier ein Schwarz ist schon relativ schwarz von den Haaren her, wobei das ist fast schon, das ist ein bisschen Silberstich, aber es ist zumindest, es gibt Games, da könnt ihr schwarze Haare auswählen, dann sehen sie braun aus oder komplett grau aus. So, was nehmen wir für eine Frise? Wieder so Dreadlocks. Das sind auch sehr, sehr interessante. Also Cornrows sind hier noch, ja, das sind nicht mehr Dreadlocks. Was ist das? Ist auch geil. Ich glaube, dass mir auch so meine Haare wachsen. Ich glaube, das kommt gut, wenn ich dann drauf gehe in Real Life. Danach hast du nochmal 4 Wochen. Geht so, die doofe Wartenfertigung ist auch langsam nach. Endlich so ein Bild auf Arbeit laufen, nervt etwas. Oh, Jetman. Jetman hat Alterserscheinungen. Nehmen wir doch hier so was Wuschiges. So, den Bart machen wir aber weg. Die Gesichtsbehaarung. Das ist Ebenezer Scrooge. Aus der Weihnachtsgeschichte. Was es keinem was sagt. Ja, das passt doch hier. Ist sogar gar nicht schlecht, dass das Ganze so ein bisschen so einen gräulichen Stich hat. So, ich zeige euch mal kurz hier Gesicht. Da haben wir Gesichter zur Auswahl. Das ist die Ausgangsbasis da oben. Wenn ihr das kurz seht. Und die Hautfarben nicht unbedingt mit den Porträts übereinstimmen. Ah, doch jetzt. Da sehen wir auch verschiedene Ethnien. Ist auch, finde ich, sehr wichtig, weil gerade auch New World wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Spieler bekommen. Und natürlich ist es immer wichtig, dass man eine gewisse Diversität da hat. Frauen gibt es auch. Haben wir jetzt mal ein Zufallsding gesehen. Und hier Körperbau, kann man das auch nochmal sehen. Braun. Gehen wir ganz kurz auf die Frisuren, damit auch die weibliche Zunft da draußen sieht, was für Frisuren möglich sind. Im Grunde genommen gibt es ein paar Variationen zu Männerfrisuren, aber oh nee, eigentlich nicht wirklich. Sieht auch geil aus. Gab es da damals mal, gab es den Film mit Dan Aykroyd, ich glaube Eggheads hieß das. Das erinnert mich daran. Ja super, jetzt haben sie mir wieder zerballert. Okay, wir wissen ja wie er aussah. Oh gut. So, da haben wir das. So, sehen wir aus wie ein Amish. Da, den Bart wollten wir. Passt. Weiter geht's. Gib deinem Charakter einen Namen. Nenne ich ihn wie mich? Oder nenne ich ihn nicht wie mich? Ich nenne ihn wie mich. Was sonst? Na, wobei. Ne, ich nenne ihn anders. So, ich nenne Edgar Holmes. Passt. Erstellung bestätigen. Es gibt keine Möglichkeit, Namen und Aussehen im Spielverlauf erneut zu ändern. Wirkt dich fortfahren hier. Edgar Holmes ist unterwegs. Ich finde, in dem Spiel passt es auch besser, wenn man eigentlich einen erfundenen Namen nimmt. So ein bisschen Lore, ein bisschen Roleplay. Ich muss auch nicht unbedingt immer beim Streamer-Namen umrennen. Das ist natürlich eine schöne Promo, aber Immersion ist wichtiger. Kann ja wie Kirito rummeln, das ist sowieso schon ein bescheuerter Name. Habe ich auch nur, weil ich damals einfach irgendwas eingegeben hatte, weil ich eigentlich die Streams und Videos eigentlich nur für mich gemacht hatte und einmal aus Versehen die Videos öffentlich waren und dann irgendwann mich jemand gefragt hat, hallo, wann machst du hier weitere Episoden? Ich dachte, ja, verdammt. Deswegen habe ich auch den Namen. Chat heute etwas wenig los. Ja. Ja, was heißt heute? Das ist halt so hier, ne? Es gibt Leute, die da allein im Just Chatting haben die das Fünffache. Aber ja, es ist gut, dass das für mich wirklich nur Hobby und Kultur ist. Sonst würde es mich ärgern, wenn ich so sehe, was insgesamt so stellenweise gestreamt wird an Content von Leuten, den Gamern.
die dann Millionen von Zuschauern haben, aber es ist mir lieber mit einem erlesenen Kreis an Leuten wie euch. Und ich meine, wir sind jetzt auch schon fast 2 Jahre, glaube ich, alle immer in irgendeiner Art und Weise verbandelt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, wunderbar. Ich habe auch mit jedem neuen Test das Gefühl, dass das Ganze nochmal besser aussieht. Ziehe deine Waffe. Und das hat mich auch schon am Anfang sehr überrascht, dass das Gameplay, dass das Kämpfen sich so gut anfühlt. Wenn man es nur sieht, denkt man so, ich weiß nicht. Hier befindet sich etwas Böses. Der Priester nannte es Verderbnis. Ich kann es spüren, wie es mich auffrisst. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Nimm das, pass gut darauf auf. Du wirst es brauchen, wenn du die Armee der Verderbnis aufhalten willst, die hier aufgestellt wird. Du wirst Hilfe brauchen. Auf dieser Insel gibt es andere Leute. Sie kämpfen schon seit Ewigkeit gegen die Wellen der Verderbnis. Finde eine Siedlung, finde Verbündete. Du musst die Verderbnis aufhalten, bevor sie entkommt und alles verzehrt. Natürlich, wir sind da erfahren drin in dem Job, die Welt zu retten, die Verderbnis aufzuhalten, die Hölle aufzuhalten, was auch immer aufzuhalten. Wir sind da eigentlich gut unterwegs. Da haben wir Schildchen, da haben wir die kleine Ration, da haben wir Captain Forbes Kiste. Genau, öffnen können wir die noch nicht. Zack. Was ich auch gut finde, ist, dass die UI schön aufgeräumt ist. Und halt auch Levelsystem, ne? Das, was du tust, ist das, worin du besser bist. Und das finde ich halt, es sollte eigentlich obligatorisch sein für jede Art von RPG. Vor allem in der Form. Weil das halt auch irgendwo realistisch ist. Ne? Je öfter ich etwas mache, aka Training, aka Lernen, umso besser werde ich dann. Und das sind in der Regel dann auch die Dinge, die man gerne macht. Win-win. Was? Ich habe dich ignoriert? Luisa, komm mal, Luisa. Ah, das hält mich dran, ganz kurz, wenn Luisa kommt. Damals hatte ich nämlich immer Audio-Files, die bestimmte Leute begrüßen. Die triggern zwar nicht mehr, aber jetzt, danke. Gut, dass du da bist. Ich muss kurz meinen Streamboard lebendig machen. Kommt da hoch? Jo. So. Weiter geht's. Ja, wie sieht's bei dir aus, Lisa? Zockst du es denn jetzt überhaupt, oder? Was ist da Phase bei dir? Geht schon, hatte ich noch öfter. Er spricht nur zu den Auserwählten. Ja, genau. Genau, die Auserwählten. Achso, falls Jabman oder Mido, ich glaube Mido zockt gerade. Jabman, falls du kurz Zeit und Laune hast und gerade das Mod-Dashboard auf hat, kannst du, Gangman das, kannst du Reza und No Pain noch zu VIPs machen? Ich glaube, sie sind keine. Aber nicht wild, wenn ich mache dann ein bisschen im Nachgang, wenn ich es nicht vergesse. Hier sehen wir auch schon, das Schiff ist auch schon von Verderbnis betroffen. Ich bin mal gespannt, wie viele Bugs Mido findet. Wenn der Server abstürzt, weiß ich, Mido ist abgestürzt. Mido war's. Nicht jetzt schon VIP? Okay. Aber ich glaube, Reza nicht. Da fehlt irgendwie ein Automatismus. Wartet auch ein Kier, muss ehrlich sein, dass ich mich das noch nicht wirklich anspricht, zu lahm. Um die 3 Skills. Also das, was ich bisher alles gespielt hatte in der Alpha und in den letzten Tests, hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Auch mit den Skills, mit den Fähigkeiten. Konnte dann schön auch noch zusätzlich den Bogen dann skillen. Und das macht schon gut Laune. Also natürlich hätte ich natürlich auch gerne eine Skillleiste mit 12 Fähigkeiten oder mehr, aber also es ist schon gut. Es hatte schon Zugkraft. Und es reicht mir. Ich meine, es kostet halt auch nicht die Welt. Aber ich bin auch im Content Creator Programm aufgenommen worden für Streamer und Let's Player von Amazon. Bedeutet, ich werde dann auch zukünftig hoffentlich
Goodies, also mindestens Goodies weitergeben können und vielleicht auch Keys. Das sehen wir dann, das weiß ich noch nicht, wie das dann aussieht. Nähere Informationen dazu, wie das Programm dann ablaufen wird, das bekomme ich dann erst noch. Hier Pika nur ich, wir geben keine, da muss ich gucken, dass ich auch mal eure Mordrechte vielleicht noch erweitern kann. Da habe ich gepennt. Geil. Gerade Schwert. So, und das finde ich halt auch gut hier. Meisterschaft, Waffenmeisterschaft. Und das ist halt auch gut gemacht. Wird halt gleich gut erklärt. Und da kann man sich jetzt schon mal entscheiden. Und man ist nicht gezwungen, als einen Pfad zu wählen, sondern man kann dann später auch hier in den anderen Bereichen des Baumes dann eben die Fähigkeiten aktivieren. Also Wirbelklinge ist ziemlich gut. AOE-Schaden. Und hier Schildangriff ist auch nicht schlecht. Für 2 Sekunden den Status-Effekt betäubt zufügt. Hat halt 25 Sekunden Abklingzeit, ist aber fair. Ich hatte bisher immer zuerst den Schildschmetter genommen, weil mit Schild und Schwert rumrennen, das wird schon so sein. Plus dann noch Bogen. Deswegen Schildschmetter. Den lassen wir auf Q, das passt. Gute Nachricht, habe ich vor ein paar Tagen mit meiner Seite als Creator beworben. Mal sehen, ob denen das reicht. Ah, das könnte schon gut sein. Du hast ja genügend Views für die Page und man sieht ja, dass da auch immer wieder Content gepflegt wird. Aber ich weiß nicht, wie da die, die Rahmenbedingungen sind, mit denen sie das entscheiden. Ich habe den Vorteil natürlich, dass ich halt einen YouTube-Kanal und einen Twitch-Kanal habe, auch wenn der Twitch-Kanal sehr klein ist. Und der YouTube-Kanal ist zumindest mal Partnerstatus, was schon oftmals ausreicht. Und die sehen ja dann auch, dass ich sehr viel MMO-Stuff drin habe. Und dann ja, funktioniert das dann meistens auch. Weißt du, welche Fraktion du nimmst? Ich hatte mich mal vor einem halben Jahr quasi entschieden, werde mich jetzt aber dann einfach nochmal spontan neu entscheiden, wenn es soweit ist. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß auch gar nicht mehr genau, welche Fraktion es gab. War es nicht irgendwas mit Syndikat? Und dann nochmal zwei andere. Ich muss mal gucken, es war irgendwas, ich weiß noch, es gab eine Fraktion, die hätte ich gerne genommen. Dann hatte sie aber einen, ich sag mal, einen Lore-technischen Knackpunkt, bei dem ich gesagt habe, nee, das ist nicht so meins. Das sehen wir. Ich kann nachher vielleicht nochmal, wenn ich dann in der Stunde um 23 Uhr mal eine kurze Pause. Dann wird aber danach nochmal eine Stunde weiter gestreamt. Dann halt auch gerne gemeinsam. Und da werde ich dann nochmal gucken, welche drei Fraktionen gab es denn, gibt es denn. Und dann weiß ich auch wieder, welche ich dann nehmen werde. Was auch immer er genommen hat, es scheint nicht gut zu sein. Oder gut zu sein. Ach so. Ja, da muss ich nach dem Kampf gucken. Okay, da muss ich mich wieder dran gewöhnen. Genau. Dann muss ich mir merken, dass die, dass ich dann nochmal Framelock habe nach dem zweiten Angriff. Und nicht so schnell schützen kann. Aber es ist auch nur ein Just for Fun Elite. Was auch immer der genommen hat, will ich auch gerne haben. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz die Fraktionen irgendwie rausholen. Es gibt ja irgendwo die Übersicht. Dann muss ich das nicht mit dem Stream machen, was immer doof ist. Dann werde ich es nebenbei nochmal aufrufen. Also New World soll, wenn es nach Plan läuft, im Frühjahr nächstes Jahr auslaufen. Ja, ich glaube, also ich glaube, Syndikat war das, wofür ich mich entschieden hatte. Okay, warte mal, ich guck nochmal. New World.
Marodeur war es auf gar keinen Fall, das weiß ich noch. Ich hatte, glaube ich, damals auch einen Test gemacht und da kam sogar auch genau das raus, was ich eben haben will. Also wo ich dachte, das nehme ich. Ich finde jetzt keine gescheite Übersicht. Inputs sind 3 vor 200. Ich sehe da gerade, ich wollte gerade sagen, ich sehe da gerade ein Gildenlogo, das so aussieht wie das von Phoenix in dem Forum. Aber das ist Synfair von Phoenix. Okay, warte mal. Genau, Marodeure, skrupellose. Genau, also machen wir es so, dann passt das ein bisschen. So, die Marodeure sind eine skrupellose Militärmacht und wollen eine freie Nation etablieren, in der jeder, der stark genug ist, zu Wohlstand kommen kann. Nein. Das Syndikat ist eine geheimniskrämerische Organisation, listig, intellektuell und auf der Suche nach verbotenem Wissen, das ein neues Zeitalter der Aufklärung einläuten soll. Ja. Oder das Bündnis ist ein Orden von Fanatikern, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Land von Ketzern und Schändern zu befreien, damit seine wahre heilige Natur erblühen und die Gerechtigkeit siegen kann. Nein. Ja, Syndikat war es tatsächlich. Ja, also gefühlt sieht das auch wieder besser aus als in der letzten Testphase. Was? Die Karte hatte gelbes Zeichen? Keine Ahnung. Da ist nur geguckt. Wieder mal Full House. Was ist denn da los? Oh, das ist aber eine Überraschung. An diesem Strand werden nicht viele Lebende angespült. Hast du in dem seltsamen roten Strumpf von vorhin gesteckt? Anscheinend kommen wieder neue Ertrunkene dazu. Du hast offenbar alles außer deine Klinge in der Kiste da eingebüßt. Hier, ich habe ein paar Stiefel übrig, das dir passen könnte. Ich beginne den Tag immer am liebsten in meinen Stiefeln. Okay. Okay, ich glaube, ich sollte die Kamera nach links setzen. Zack. So. Ganz kurz spiegeln. So, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Genau. So, jetzt überfliege ich das nur. Das war das. Neue Ausrüstung. Was ich halt auch gut finde, ist, man sieht hier direkt, mit welchen Kürzeln man was tun kann. Chat verlinken, wegwerfen, ausrüsten und so weiter. Zerfetzte Hose tragen wir schon. Zerfetztes Hemd tragen wir auch schon. Gehen wir aber auf zwecks Haltbarkeit. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall Schaden der Nahkampfwaffen. Später dann noch eben Geschick. Zwecks Bogen. Wobei auch sich das Geschick auf Dauer auch beim Schwertkampf auswirkt. Das hatte ich in den Testphasen davor schon. Aber halt primär halt jetzt über Stärke, aber über Geschick geht das später auch. Zumindest war es in den Testphasen davor so. So, jetzt erstmal nur in 1. Hier wird es dann auch nochmal interessant hier. Feuerstab, Lebensstab für die Mages unter euch. Werde ich auf jeden Fall auch mal antesten, habe ich bisher noch gar nicht gemacht, Mage testen. Und hier nochmal weitere Fähigkeiten rund ums Herstellen, Veredeln und Sammeln. Und Fraktion nichts bisher. Und natürlich erstmal keine Kumpel. Schönen guten Abend, Nymus. Genau, da liebt einer seine Stiefel. Geschichten des ersten Lichts. Hab ich da gerade ein Video gesehen? Ja. Oh, nice. Meteorregen. Wieso stalkt mich sicher? Ich gehe auch davon aus. Da ist eine französische Guillotine. keine Zeit für sowas. Thank you.
Erstmal wieder Kampf um die Respawns. Wenn es in-game soundtechnisch euch zu leise ist, gebt einfach Bescheid, dann mache ich das natürlich lauter. Ist meine Meisterschaft eigentlich gestiegen? Ich glaube, es zeigt jedes Mal an. Gut. Nur 0,88 Taler. Ach, Ingame passt schon. Müssen Sie auch noch hören. Das habe ich gepennt. Oh, ganz kurz, Karte, habe ich die Karte, hatte ich eigentlich, ah ja, ich habe sie ja auf den Standard gelegt. Finde ich auch gut, dass er weiter Autorun macht, wenn man auf der Karte ist. Oh, super praktisch. Das sieht schon, das gefühlt schöner aus als vorher. Ah, der Mond. Grafisch sieht es nicht bahnbrechend aus, aber ich finde, grafisch sieht es trotzdem, es sieht schön aus. Es ist kein Black Desert Online, aber ich finde, es hat was. Es hat irgendwie was von einer. Ich finde, es hat was von einem Buch. Ich weiß auch nicht. Also, ich verdecke auch den Chat zur Erheiterung aller. Machen wir das ein bisschen weiter hoch. So. Aber ich finde, es hat Atmosphäre. Also, es fühlt sich hier auch irgendwie so an wie am Strand. So, gut gemacht, Rekrut. Ich lese jetzt nicht mal alles vor, außer ihr wollt, dass ich mal alles vorlese. Ansonsten liest ihr es mit. Okay, wir wollen Werkzeuge. Auf Eternum braucht man immer Werkzeuge, vor allem das Abholtemesser. Geh und sammle am Strand Feuerstein und Holz von den umstehenden Büschen und fertige dann an meinem Feuer ein Abholtemesser aus Feuerstein an. Das machen wir und wir haben den Flachbogen. Genau, ich glaube, ich kann noch keinen Waffenwechsel vollziehen. Das wird erst später freigeschaltet. Genau, hier. Freigeschaltet ab Stufe 5. Genau, und solange werde ich es auch nicht benutzen. Genau, Magie brauchen wir nicht. Mana-Regeneration brauchen wir auch nicht. Mehr Konstitution oder Stärke. Hier machen wir noch weiter Stärke, bis ich dann den Bogen bekomme und dann. Ist das halt immer so ein bisschen Gleichgewicht. Hey, Army Ninetale Fox. Da erwischst du mich mal im Stream. Schön, dass du da bist. Ich sehe eine altvertraute Gesellschaft. Jabman, Nido, Xion Pu, Weezer. Und da werden wir nachher auch noch ein bisschen zusammenspielen dann. Das ist so bis 23 Uhr, dann mache ich eine kurze Pause. Und dann. Wenn wir uns zusammenrotten. Genau, ich glaube, ich kann sogar auch sehen. Am Lagerfeuer können wir es auf jeden Fall sehen, dann, was wir alles brauchen zum Herstellen. Und im Tagebuch, ich glaube, es war im Tagebuch. Genau, da haben wir auch hier schon mal einen Hinweis auf die Fraktionsmission, das wird auch interessant. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Auch hier Stadtprojekt, Stadtplanungstafeln, wo man dann auch entsprechend dann sieht schon, man hat da sicher wieder Dailies, Weeklies und so weiter und so fort. Und dann halt eben auch entsprechende Pläne. Was ich auch cool finde, ist hier dieses Nahe, dass man nahe Spieler sieht. Und die dann halt auch direkt dann einladen kann und so weiter und so fort, ist auch ziemlich praktisch. Also das gesamte ganze HUD gefällt mir sehr gut, das ist sehr aufgeräumt. So, heute Messer. Ja, haben wir genug gesammelt.
So, kein Item-Perk dazu bekommen. Kann man als aktives Werkzeug wählen. Mehr brauchen wir nicht herstellen. Da sind wir auch hier Rang 2, Rang 3, Rang 4, Rang 5. Also für die Handwerker unter euch mit Sicherheit schon mal etwas, worauf ihr euch dann freuen könnt. So, Holzfäller-Axt werde ich auch gleich herstellen. Eine Sichel, Spitzhacke. Deswegen macht mir auch hier das Craften Spaß, weil das ist recht übersichtlich gestaltet. Und muss ich da nicht irgendwie durch umständliche Menüs klicken und hier Mats manuell reinpacken, da Mats manuell reinpacken. Das ist dann also so für mich ziemlich abschreckend. Das ist halt schon Arbeit ausartet. So. Genau, die sind auch aktiv geflaggt als Werkzeuge, die wir verwenden können. Jetzt können wir auch Bäume fällen, kriegen dadurch natürlich mehr Holz. Und können auch eben Erze dort abbauen. Video, unglaublich, ich spiele das Spiel wie ein Souls-like, bin voll im Mortal Shell-Vibe gerade. Geht übrigens morgen weiter mit Mortal Shell dann, ab 22:30. Was Übersicht, das ist ja langweilig. Wie wäre es, wenn wir das einmal an den Wildschweinen ausprobieren, proben wir so viel Ärger machen. Das machen wir gerne. So. Genau, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich die Texte vorlese, gebt Bescheid, dann lese ich vor. Aber ich denke, wir wollen heute einfach die Zeit nutzen und einfach so viel wie möglich jetzt auch nochmal hier von den Inhalten sehen, vom Spiel selbst. Und uns hier einfach den Beat geben. ...60 bis Stufe 3. Ah, Wildschwein ist halt auch was sehr, sehr Leckeres. Ah, Wildschwein. Wie hoch geht der Chat eigentlich? So. Jetzt habe ich meinen eigenen Chat hier angeklickt. Was ich auch manchmal noch hatte, das habe ich auch in der letzten Testphase schon, dass das Steam-Overlay hochkommt, obwohl ich nur Umschalt-W drücke, nicht Umschalt-Tab, das ist auch irgendwie strange. Das ist nur bei dem Spiel so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bekannter Bug ist. Oder das ist nur bei mir so, aber da kann ja Mido No Pain vielleicht was zu sagen, ob das bei ihm auch manchmal vorkommt. So, und wenn wir schon dabei sind, ja, kurz hier einen Baum fällen. Bisher noch nicht, okay, dann liegt es vielleicht an meiner Tastatur. Ist auch geil, wie sie schon wieder anfangen zu battlen wegen den Sprachen. Der eine schreibt den Lehrmann Deutsch, der andere schreibt, why are players from UK still in Europe service? Ey, wo sollen denn Spieler aus dem Vereinigten Königreich denn hin? Sollen sie auf amerikanischen Servern mit einer schlechteren Pinch spielen? Ja, man kann Europa natürlich auch als etwas Geografisches sehen. Man muss ja nicht auf die politische Schiene hacken. Das ist halt schon wieder sehr, sehr, das ist so das typische Ding, wenn man so Mix-Sprachen hat. Bin mir sicher, das wird auch in den Foren, wird das wieder heiß diskutiert werden. In den diversen Community-Sektionen. Ich finde aber auch, die beste Lösung für sowas sind einfach sprachbasierte Channel. Dass man dann sagt, hier, wir bieten euch an deutscher Channel, englischer Channel und so weiter und so fort. Dann ist die, ist der Käse gegessen. Haben wir zum Beispiel in Neverwinter. Es gibt ja einige Spiele, bei denen man das hat. Dann kann man auch einen europäischen Server eben etablieren. Bereitstellen, bei denen dann alle spielen können, trotzdem auch zusammenspielen können und aber halt im Chat dann halt eben in ihrer nativen Sprache sprechen können. So, wir müssen aufs Gewicht achten. Also auch passend wegen Holz, ne? 45,9. Okay, 16,4 Mats. So. Einmal fett verfehlt. 5-mal, 6-mal. Wie auch im Real Life sind Wildschweine gefährlich. Muss man auf den Jägerstand flüchten, weil eine Rotte Wildschwein unterwegs war. Das ist natürlich immer das Beste. Weil die Leute kommen hier und hier mal ein Wildschwein anhauen. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier Loot teilt. Ich hatte das in den Testphasen davor, waren eigentlich nicht so viele immer unterwegs, dass es gar nicht dazu kam. Wo die Russen sind, keine Ahnung. Es gibt amerikanische Server,
Europäische, was hat man noch? Ich glaube noch irgendwie asiatische Server, meine ich. Aber ich glaube, dediziert russische gibt es, glaube ich, nicht. Wie sind die ersten Minuten? Das ist nicht das erste Mal, dass ich das spiele. Also mich hat das schon auch in den Testphasen davor schon gezogen. Also das ist schon mal das Wichtigste. Und der entscheidende Knackpunkt war jetzt für mich, also ich habe es auch tatsächlich auch schon jetzt gekauft noch, dass es kein Open PvP ist, sondern dass da auch PvE einfach da einen hohen Stellenwert hat. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Sonst brauche ich eigentlich ein MMORPG nicht anfangen. Also zum Beispiel Camelot Unchained oder so. Würde ich gern spielen, aber bringt für einen Spielertyp, der ich bin, eigentlich nichts. So, den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Steigert auch unseren Jagdskill. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, Arena Intellibox. Vor allem war für mich auch wichtig, wie ist denn das mit dem Survival-Part? Ein bisschen craften, gestalten, herstellen. Ist das Kämpfen monoton? Wirkt das eher plump? So wie es halt eben wirkt, wenn man es sich vielleicht nur anguckt. Und das macht aber Laune. Also. Vor allem später, wenn da noch mehr Fähigkeiten dazu kommen, ist das dann echt interessant. Oh, das Hotzenplotz. No Pain. Ach, bin doch Marodeure. Hat das mit dem Klick nicht angenommen. Was? Ja, das ist schlecht. Natürlich nicht so dolle. Ich glaube, da könnten wir auch keine potenziell theoretische Kompanie bilden. Wenn ich vergleichen, aber bis jetzt erster Eindruck war billiger Dark Souls, aber auch abgespeckt, kann jetzt bis jetzt so gut ausgesehen. No Front, aber naja, ist aber noch Alpha oder Pre-Beta oder whatever. Also du vergleichst gerade Äpfel mit Kaviar oder Hamburger mit Müsli. Das hat ja mit Dark Souls gar nichts zu tun. Das ist ein reines MMORPG. Das ist was völlig, völlig anderes. Also das. Ich weiß gar nicht, wie man auf den Vergleich kommt. Also ohne dich jetzt trollen zu wollen oder so. Aber das ist natürlich, das hat ganz andere Mechaniken. Das ist ein ganz anderer Stellenwert, der hier gelegt wird. So, wir sollen eine kleine Ration aus der Kategorie Gesundheitserholung holen. Okay, machen. Bitte stopp, wenn du es nicht verstehst, wie das gemeint ist. Naja, wir müssen uns ja darüber unterhalten. Wenn ich nicht darüber rede, weißt du ja nicht, was ich meine. Oder wie ich es verstehe. Erklär es einfach. MMORPG ist es. So, ich soll eine Ration herstellen. Machen wir es. Ich kann eigentlich gleich mehr machen. Es ging nur darum, wie es aussieht, nicht wie es ist. Ah, okay. Ja, aber es ist natürlich trotzdem. Also, in Dark Souls ist es zum Beispiel auch kein Open World. Auch wenn man das jetzt debattieren kann, aber das ist es nicht. Es hat schon lineare Züge mit Alternativen. Aber New World ist halt erstmal ein MMORPG in der Open World mit vielen, vielen Spielern, die man auch sieht, mit denen man interagieren kann. Und allem, was halt eben dazugehört, inklusive Städte, Siedlungen, Kompanien, den ganzen Mechaniken, die halt in einem MMORPG da sind. Das heißt, natürlich kann, ich sag mal, bis auf Ausnahmen, wie zum Beispiel Black Desert Online, ein Singleplayer-Game, das dann auch noch kein Open-World-Game ist, weitaus mehr Ressourcen nutzen als jetzt ein MMORPG, das ja auch noch weitaus mehr Spieler und PCs bedienen muss in den ganzen Zusammenhang, Konglomerat der Technik, inklusive Bandbreiten, Pingzeiten, Server und so weiter, alles jetzt ein Singleplayer. Deswegen, also ich finde, man kann ein MMORPG niemals mit einem Singleplayer-Game vergleichen. Black Desert Online ist eines der wenigen, Moonlight Blade noch, die grafisch, sag ich mal, auch tatsächlich an so einem Singleplayer-Game ankommen. Wobei man sagen muss, ich liebe Dark Souls, die ganze Souls-Reihe, aber wirklich gut sieht das auch nicht aus.
Dark Souls 3 sieht schon gut aus, aber wirklich gut sieht es auch nicht aus. Wenn man auf die lange Distanz guckt, fällt immer mehr Detail ab. Ich liebe Souls, wie gesagt, ich bin ein Soul-Fanboy. Aber grafisch ist jetzt Dark Souls und jetzt auch keine Referenz. Da würde ich eher dann Red Dead Redemption nehmen oder sowas. Das ist dann schon eher so, wo man sagen kann, das ist weit oben. Hier in den Streams sieht es besser aus als in anderen Streams. Ich habe auch 1440p, also ich streams auf 1044p. Deswegen. Anderer Stream, hatte ich gesagt, sieht es aus wie 2010 Grafik. Ja, das ist auch, also technisch, das ist jetzt kein Black Desert Online, aber ich finde es ist schön gemacht halt. Also, aber das ist meine Schmerzgrenze, ist da auch ziemlich hoch. Ich teste auch viele andere MMORPGs, die es nicht mal dann zu einem Ersteindrucks-Let's Play oder sonst irgendwas schaffen, weil sie so schlecht sind, dass ich dann sage, nee, das geht nicht. Und ich bin ja der Typ, der jetzt nicht irgendwie Spiele basht. Und wenn ein Spiel halt richtig scheiße ist, auch wenn ich eine Aufnahme gemacht habe, dann packe ich die eigentlich in der Regel nicht hoch. Weil ich hätte dann halt einfach nur Negatives drüber zu verlieren. Und das ist es dann halt einfach nicht wert. Deswegen, ich hab so viel Müll gespielt an MMORPGs in den letzten 2 Jahren. Da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Mehr denn nicht, genau, ja. Ja, aber ich glaube, dann hat man auch eine andere Schmerzgrenze, ne? Wenn man ein Spiel sieht und sagt, okay, es hat schon grafische Einschnitte. Aber hat dann den einfach diesen extremen Vergleich zu anderen MMORPGs, die es da draußen gibt, die halt einfach phänomenal unterirdisch sind. Da sitzt da eigentlich so traurig an mir. In Kontemplation versunken. Wir kommen um die Ecke und verdreschen. Eigentlich sind die betrunkenen, ertrunkenen Seemänner die friedlichen. Ja, aber das ist natürlich recht. Also ich sag mal, auf Dauer wird ja die Messlatte immer höher und nach und nach sollten dann auch MMORPGs natürlich den, sag ich mal, immer besseren Gamer-PCs, selbst den durchschnittlichen Gamer-PCs dann auch Rechnung tragen und zumindest dann halt auch ja, eine Grafik-Engine und Grafik bereitstellen, die halt auch zeitgemäß ist. Da hast du schon recht. Wenn ich dich sehe, bekommst du auf die Nuss. Ah, ich sehe dich. Da ist Mido. Wenn er mich sieht, bekomme ich auf die Nuss. Ja, weil er Stufe 5 ist. Guck mal, da ist er. So, warte mal. Wie mache ich Emotes? Weiß ich gar nicht mehr. Guck mal, wie mich gleich hier anhaut. Ah, Voice Chat. Stimmt. Du hast dich zurückgewunken. Wie mache ich wieder Emotes? Du musst extra in der Steuerung gucken. Als allererst will ich aber mal hier Mido als Freund hinzufügen. Immer das P. Danke. Hat er gerade Drecksau gesagt? Drecksau. Genau. Wir würfeln mal. So, ich habe die 4 gewürfelt. Haben wir nur einen Würfel oder mehrere? Bei 2 Würfeln wäre scheiße. Auch eine 4, ja, normal. Ja, was haben wir hier mit 5 Sekunden Delay? Schon wieder eine 4 gewürfelt. So, du kannst andere Spiele noch angreifen, ja. So, ich muss noch ein paar Kisten finden. Wir können uns dann nachher zusammenrotten. Du musst jetzt nicht mir hinterher rennen, sondern kannst noch dein Ding machen. Genau, wir sind jetzt 22.46 Uhr. Bin jetzt dann auch gleich kurz vor Stufe 5. Das heißt, wir machen es einfach so, wenn ich jetzt die restlichen Kisten gefunden habe und wieder am Lagerfeuer bin, haue ich eine ganz kurze Pause rein.
Und aber das ist nur prophylaktisch, weil ich werde auf jeden Fall mindestens bis Mitternacht streamen, wahrscheinlich auch bis 12:30. Und dann können wir gerne dann auch im Voice-Chat zusammen rein. Und wenn du Bock hast, ansonsten join mal einfach nur so in Gruppe. Ja, auch nicht schlecht zu winken. Du behältst das sonst in Erinnerung. Weiß ich auch, wie sich das entsprechend auswirkt. So, jetzt kommen wir hier auf den Respawn, glaube ich. Ich hätte es auch gerne Wirbel im Team. Und ab Stufe 5 kann ich dann den Bogen auch noch in den Waffenwechsel mit einbeziehen. Ich weiß nicht, so ist das Kampfsystem flüssig? Ja, tatsächlich. Also es fühlt sich flüssiger an, als es wahrscheinlich aussieht. Und wenn er dann noch mehr Skills dazu bekommt, zum Beispiel Wirbelwindhieb, jetzt nenne ich schon die Fähigkeiten von Sekiro, dann wird das schon nochmal dynamischer, plus dann, wenn er einen Bogen per Waffenwechsel gleich ausrüsten kann und so. Also es hat mich auch überrascht. Es fühlt sich besser an als selber Oblivion oder Skyrim im Nahkampf. Wie es auf lange Sicht aussieht, kann ich nicht sagen. Das wäre keine kompetente Antwort. Einmal zu sieht schon stark veraltet aus, musst du sagen, darum schwer zu sagen. Genau, ich bin aber sehr empfindlich. Aber ich finde, hier geht es. Hier ist es in Ordnung. Vor allem, wie gesagt, sobald er dann noch mehr Fähigkeiten dazu bekommt, bekommt das Ganze nochmal ein bisschen mehr Würze. Und es macht Laune. Das ist so das Entscheidendste. Mein Mikro ist halt kacke, wenn es sich nicht stört, können wir gerne reden. Ja, natürlich. Das ist ja kein Gronkh-Stream mit 35.000 Viewern, bei dem ich dann alles auf perfekt haben muss. Natürlich, das machen wir. Ist so scheißegal. So, eine Kiste brauche ich noch. Brocken. Ja, ist in die. Ey. Ist auch eine Kiste. Hinten steht Merlins vergessener Bruder, Nebala. Mage ist aber auch nett. Lad den Nvidia RTX Voice runter, dann klingt's besser. Kann man dann da noch irgendwie Special Effects draufballern oder so? Ich habe eine RTX. Arkane-Flaschen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Arnante Fox? Du hast doch auch irgendwie früher mal gestreamt. Also streamst du gar nicht mehr oder streamst du immer noch? Und wenn ja, was streamst du denn? Also mich hilft das Tastatursound rauszufiltern, auch andere unangenehme Geräusche. Also bei RTX Voice. Ja gut, das mache ich ja schon über meine OBS-Filter. Die haben ja schon einen Schwellwert und filtert auch Umgebungsgeräusche raus. Und mein Mic nimmt auch nicht die Geräusche auf, die hinter dem Mic sind. Das heißt, die Tastatur solltet ihr eigentlich gar nicht hören. Was man bei mir manchmal schon hört, ist, wenn ich mit dem Gamepad spiele, je nachdem. Da wäre es vielleicht sogar interessant. Ich gucke es mir auf jeden Fall an, weil ich bin immer interessiert auch an solche Technologien, weil ich davon natürlich auch abhängig bin. So. Jetzt können wir ein Wirbelventil reinpacken. Yes. Und auch schön, was man hier sieht, Werte ändern ist kostenlos. Ja, das sieht man schon, das macht schon was aus. Jetzt hat das schon auch nochmal hier eine Animation auch mehr. Und eine Fähigkeit mehr, die auch Sinn macht. Alles schön, wir können die alle parallel looten, das ist gut. Welche Version ist das von New World? Das ist die aktuell einzig spielbare Preview-Version. Die kannst du als Vorbesteller spielen
sofern du dann eben dann noch den Key rechtzeitig irgendwie kriegst, weil manche irgendwie sagen, sie haben den Key nicht bekommen. Und aber wenn du, oder auch wenn du halt an der Alpha teilgenommen hast. Ah, jetzt ist doof, stimmt. Ich muss jetzt noch einen Teil der Mission hier weitermachen. Das ist noch nichts mit Lager. Müsste ich ziemlich weit. Also das reicht. 10 Minuten haben wir das. Ja, ich werde mir auf jeden Fall das Artix Voice mal angucken. Das klingt interessant, habe ich nämlich noch nichts von gehört. Also schon mal besten Dank für den Tipp, Ari. Bis Level 20 kostenlos, okay. Ab wann hast du denn jetzt die Fraktion auswählen dürfen? No pain. War das jetzt ab Level 20 oder? Ist halt jetzt doof, dass du Marodeur bist, aber. Gut, ich meine, das ist eh noch Testphase und wir kennen mich. Von daher, ich glaube, es ist auch nur, es beschränkt uns nur quasi, also wir können nicht in einer Kompanie sein, aber ich glaube, wir können in der Gruppe zusammenspielen. Ab Level 10, 11, okay. Konntest du dann Artix Voice auf Discord einschalten als Headphone, dann müsstest du auch andere Leute filtern. Ah, da habe ich schon über meinen SteelSeries, das ist Discord lizenziert. Das hat da auch schon solche Funktionen. Aber ich gucke mir auf jeden Fall mal einfach den Umfang, aber das ist immer gut. Also das ist immer gut. Oh, schön, weil ich auch gerade gesehen, Schildschlag trifft beide. Also wenn sie im... Angriff reinlaufen. Ah ja, noch keine 5. Genau, man braucht dann ewig, bis es rauskommt, genau. Das ist aber echt jetzt auch einfach mein Methadon, mein MMORPG-Methadon. Ich habe vor kurzem mal wieder Blade & Soul ein bisschen bei den Klingmeistern weitergespielt, aber es ist da irgendwie alles da nicht mehr dasselbe. Befriedigt nicht. So, genau, dann muss ich auch mal gucken wegen Pfeilen. Ich kann da nochmal einige herstellen. Ich weiß nicht mehr genau, welche genau. Die Pfeile mit Feuersteinen, die kann man eigentlich immer gut herstellen. Und beim Eisenerz, beim Eisenpfeil, da brauche ich dann immer entsprechend Eisenerz. Mal gucken. Da mag es halt trocken. Und meine größte Hoffnung ist halt Elion. A.K.A. Ascent Infinite Realm. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr weh getan. Ich habe es ja intensiv gespielt letztes Jahr noch. Bin dann in Urlaub gegangen. Genau, Bogenschießen kenne ich. Das habe ich in den Tests auch gespielt. So, genau. Waffenwechsel war 1-2, genau. Genau, das war das hier. Auch Bogenschützen. Bogenschießen ist halt schon nice, ne? Allein, das ist mir extrem wichtig beim Bogenschießen. Dass so dieses Spannen auch schon, auch das Geräusch, dass das schon mal passt. Und ich finde es auch gut, wenn die nicht zu realistisch, wenn das Bogenschießen nicht zu realistisch ist. Also dieses extreme Abfallen, was wir jetzt zum Beispiel bei einem Kingdom Come Deliverance haben. Wo dann der Pfeil dann schon relativ schnell absteigt oder absinkt. Oder vom Wind stark beeinträchtigt wird. Das ist natürlich cool, aber es muss nicht unbedingt sein, wenn ich in einem MMO ARPG, wie es jetzt Mido genannt hat. Da finde ich so eigentlich besser. Genau, ich werde es auch schon häufiger zum Bogen schon schießen, damit ich hier auch schon genug Skills bekomme und nicht erst später dann irgendwie bei Level 8 Gegner oder so muss. Was halt cool wäre, wäre halt auch, wenn man eigene Boote hätte, eigene Schiffe oder so. Genau, selber ziehen, das ist halt schon wichtig, und auch selber zielen. Genau, keine Pfeilphysik. Ich meine, wir können mal gucken, ich schieß mal weit. Man sieht schon, er macht dann schon einen kleinen Bogen, aber es ist kein
versucht, das realistisch zu gestalten. Finde ich aber auch gut. Also ich finde es nicht immer gut, wenn es zu realistisch ist beim Bogenschießen. Es kommt auf das Spiel an halt. Du hast gerade dreimal vorbeigeschossen. Nicht wie ein These, das ist nur Pseudoziehen. Ja, genau. Ja. Aber da habe ich ja damals auch... ne, da habe ich keinen... da gibt es keinen Error, wir waren bei Skyrim. Bei Skyrim fand ich es zum Teil auch stellenweise eher hinderlich, gerade wenn man auf weite Entfernung dann mit Pfeilen schießt, was dann irgendwie fand ich schon ein bisschen zu arg dafür, dass ich in der Welt bin, in der ich Magie habe und Monster rumrennen und Co. Ziegenwasser trinken. Ja, müsst ihr immer wieder rumtrinken. Ja, wir rennen jetzt nochmal zur Kiste. Skyrim-Bogen fand gut so. Ja, ich habe bei Skyrim habe ich hatte ich trotzdem einige Add-ons bzw. einige Mods drin für den Bogen. Da gab es schon ziemlich geile, die das schon auch realistisch gehalten haben, aber nochmal fand ich mit ein bisschen mehr Wucht und nicht ganz so streng. Aber frag mich nicht mehr, ich habe unnötig viele Mods in Skyrim drin noch. Wer nicht? Das müsste ich auch mal mit der VR mal wieder weiterspielen, aber müsste. Und hier, Muskete. So, jetzt können wir den Wächtern sprechen. Muskete können wir eigentlich gleich mal just for fun kurz ausprobieren. Wenn ich Patronen habe, ja, habe ich. Oh, geil. Ach nö. Ah, ich habe keine Patronen ausgerüstet. Oh, ein schwerer Angriff. Aber ich muss mal Overlay ausschalten. Einen Moment, weil er die Steam... Ah, das kann ich nicht, weil das Fensteraufnahme ist. Okay. Habe auf dem Bogen genutzt in Skyrim auch Magie, eher nur für Stealth Skills etc. Wenn man so im Hinterhalt agiert, macht es schon brutalen Schaden im Bogen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch erhöhter Crit-Schaden, wenn das eben aus dem Hinterhalt ist. I like. Ich habe tatsächlich die Muskete noch gar nicht in den ganzen Tests getestet. Weil ich so bogenfixiert bin. Aber sehr geil. Ja, ab Stufe 30 ist halt natürlich, ne? Keins Knoten. Ich glaube, es ist keine Vorderlade. Es gibt ja verschiedene Musketenarten. Bin jetzt aber auch nicht der Historiker. Aber ich meine, es gab dann später dann die moderneren Musketen, waren dann halt keine Vorderlade mehr in der Form. Schusskadenz etwas schnell. Ja, das ist halt, das ist ein Fantasy-Game. Also ich bin froh, dass es jetzt nicht auf Realismus pocht, weil sonst hätte ich schon gefroren, weil ich im Wasser bin, würde schon bluten, wäre jetzt auf der Suche nach Beeren, nach Stoff und nach irgendwelchen anderen Dingen, um mir Pflaster zu basteln. Dann würde Nacht werden, dann müsste ich ein Lager ausschlagen und dann müsste ich diesen jenes tun und wäre eigentlich gar nicht irgendwie in der Lage, irgendwelche Quests zu machen. Da die Angst hatte ich damals, als es angekündigt worden ist, mit auch so Survival-Elementen. Weil das ist nicht so meins, so dieses Über-Survival-Ding ist einfach nicht meins. So, ich baue mich ganz kurz raus, es ist 23.01 Uhr, 23.10 Uhr geht's weiter, dann, wenn Mido Bock hat,
In Koop, No Pain ist ja schon hier fernab von Gut und Böse. Und dann auch gerne im Voice Chat mit Mido zusammen. Bis gleich.